Sie haben die Grünen ja sogar als gefährlich bezeichnet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ich finde, dass sie gemessen an dem, was sie an realen Schaden anrichten, aktuell die gefährlichste Partei sind, die wir im Bundestag haben. Also da gab es ja einen großen Aufschrei, die AfD sei ja viel gefährlicher. Ich finde die AfD also eine wirklich zutiefst unschöne und unerfreuliche Partei. Und die hat Nazis in ihren Reihen, die hat Rechtsextremisten, das finde ich alles abscheulich. Aber die AfD kann überhaupt nicht mehr als reden. Aber die Grünen richten richtigen Schaden an. Sie ruinieren den Wohlstand von Millionen Menschen, sie stürzen sie in die Armut. Sie zerstören, wenn man sie weitermachen lässt, Kernbereiche unserer Industrie, die dann einfach weg sind. Der Industriestandort Deutschland ist in Gefahr und das ist für mich hochgefährlich.